So, wir machen jetzt Folgendes. Damit wir die zwei Glyphen dann vergleichen können, geben wir die, wo ist sie da? Die eine Glyphe gebe ich jetzt da rein. So, und dann können wir sie gegenüberstellen. So, und jetzt seht ihr hier Folgendes. Die Glyphen haben die gleiche Stufe. Aber was fällt euch schon einmal auf? Leute und herzlich willkommen, euer Chriso wieder hier. Ja, ich bin heute wieder mal auf Marietas Account nochmal unterwegs und zwar aus dem Grund, weil sie mich darum gebeten hat, dass ich ihr den Vampirfürsten hier auf 5 Sterne raufziehe und sie wusste nicht, welche 4-Stern-Monster sie jetzt dafür verwenden kann, weil wie ihr wisst, hat sie extrem viele 4-Stern-Monster und da sind auch einige dabei, einfach die sich ja nicht wirklich lohnen, die aufzuheben, weil sie hat auch manche 2-Stern-Monster hochgemacht, die sich nicht wirklich lohnen auf 4 Sterne und ja, die habe ich jetzt einfach mal verfüttert und habe eben auch noch einen 2-Stern hochgezogen, damit sich das ausgeht, dass er mal auf 5 kommt. Was mir dann gleich aufgefallen ist, ist Folgendes und zwar, sie hat noch immer extrem viele Glyphen und sie dürfte auch alle Glyphen aufheben, die sie bekommt oder beziehungsweise zumindest alle epischen Glyphen. Und ich dachte mir jetzt, ich mache einfach ein Video dazu, weil das wirklich für viele hilfreich sein kann. Und zwar Folgendes. Ihr seht, sie hebt wirklich alles auf. Also ich werde das jetzt mal über den Glyphenverkaufsscreen hier machen. Das heißt, ihr geht da unten drauf, dann seht ihr hier die ganzen verschiedenen Sets, die ihr habt und geht einfach da rein. Und zwar sieht das folgendermaßen aus bei ihr. Ich habe da jetzt schon wieder ein paar Glyphen verkauft, aber dann dachte ich mir einfach, ja, ich mache jetzt ein Video dazu, weil anscheinend wirklich viele von euch nicht wissen, ja, welche Glyphen sich lohnen zum Behalten oder zum Verkaufen, beziehungsweise ja, dürfte es bei ihr so sein, dass sie halt wirklich versucht, fast eine jede Glyphe, die sie bekommt, aufzuwerten und das kostet euch extrem viele Kristalle und ja, es lohnt sich überhaupt nicht. Ja. Jetzt sieht es folgendermaßen aus und zwar, ich gehe jetzt hier einfach mal durch. Ihr seht, die Glyphe hat sie auf 12 aufgewertet. Ja. Das ist eine Glyphe, sowas dürft ihr euch überhaupt gar nicht mal behalten. Ja. Also das müsst ihr sofort wegwerfen. Ich werde das jetzt dann auch bei ihr machen, auch wenn diese Glyphen schon aufgewertet sind. Hier ist eine mit Tempo, die lasse ich halt mal sicherheitshalber, weil ich weiß, dass sie sehr, sehr wenige Tempo-Glyphen hat. Aber solche Glyphen zum Beispiel, das lohnt sich überhaupt nicht aufzuwerten. Ja. Ich nehme mal an, das ist eine Glyphe gewesen, die am Anfang entweder nur den Hauptwert gehabt hat oder vielleicht noch diesen Crit-Schaden dazu. Und die anderen Stats sind dann dazugekommen. Aber es sieht eher so aus, als wäre hier nur Abwehr gewesen und der Rest ist dann dazugekommen. Also sowas komplett wertlos, könnt ihr sofort wegwerfen. Sowas, genau das gleiche. Ja. Das Tempo ist hundertprozentig erst beim, also auf Stufe 13 oder auf 10 dazugekommen. Sowas könnt ihr wegwerfen. Sowas hebt überhaupt gar nicht auf. Genauso, sowas auch, genau das gleiche. Dann hier habt ihr eins zum Beispiel, so eine Glyphe könnt ihr dann theoretisch aufheben, weil hier habt ihr drauf Abwehr. Und ihr habt ein paar Stats auf jeden Fall schon mal drauf, das ist schon mal gut. Und ihr habt hier zum Beispiel Tempo drauf. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Monster spielen wollt, wo ihr sagt, okay, auf dem Monster brauche ich nicht so extrem viel Tempo, dann könnt ihr eine von diesen oberen Glyphen verwenden, einmal auf Tempo, also Main Stat auf Tempo und dann zum Beispiel eben die zweite Glyphe auf Abwehr. Also ihr müsst ja nicht oben immer auf doppeltes Tempo spielen, sondern ihr könnt das ja auch splitten halt sozusagen. Ja, dann schauen wir hier gleich weiter durch. Ihr seht, hier hat sie auch wieder versucht, diese Glyphe aufzuwerten. Die ist komplett wertlos. Also das bringt gar nichts, wenn ihr sowas behaltet. Das könnt ihr gleich wegwerfen. Das hat überhaupt keinen Wert und keinen Sinn. Das verbraucht einfach nur eure Kristalle. Das heißt, einfach weg damit. Genauso diese Glyphe. Ihr seht, die ist auf 6 oben. Da ist nur Abwehr drauf. Flat Set Abwehr. Und dann ist Treffsicherheit anscheinend dazugekommen. Und ja, jetzt auf 7 würde dann wieder, wieder ein Wert dazukommen. Der nächste Subset, also auch komplett wertlos, die nächste Glyphe auch komplett wertlos, das auch wertlos, komplett wertlos, also das könnt ihr im Großen und Ganzen alles wegwerfen, da wieder Tempo halt ohne Tempo Subset, aber kann man grundsätzlich jetzt hier mal so stehen lassen, auch wenn die Werte, die hier zusätzlich drauf sind, nicht wirklich gut sind, aber ich weiß halt einfach, dass sie wirklich wenige wenige Glyphen hat, wo wirklich Tempo als Main Stat drauf ist, das heißt, die lasse ich hier mal, dann haben wir solche Glyphen und es tut mir auch ein bisschen jetzt weh, dass ich diese ganzen aufgewerteten Glyphen einfach ja rausschmeiße, aus dem Grund, weil ich weiß, dass diese Aufwertungen einfach extrem viel Kristalle kosten und ja, es ist jetzt hart, wenn man die jetzt einfach so nimmt und dann wegwirft, mehr oder weniger, aber ich will sie auch damit davor bewahren,
dass sie dann weiterhin diese Glyphen aufwertet. Das heißt, dass sie jetzt nicht hergeht und sich denkt, okay, ich werte jetzt die Glyphe zum Beispiel auf 16 oder irgendwas auf, weil es kostet dann nochmal Tonnen Kristalle und ja, es bringt halt einfach nichts. Also es bringt euch im Spiel überhaupt nicht weiter. Deswegen misst dich da jetzt mal sozusagen wirklich extrem aus und werf auch die ganzen Glyphen, die aufgewertet sind, einfach weg, weil das, wie gesagt, das lohnt sich nicht. Also ihr habt da überhaupt keinen Nutzen davon. Also zum Beispiel da haben wir jetzt eine Abwehrglyphe. Ja, ich meine, die kann man jetzt grundsätzlich behalten. Ich meine, ich werde sie auch drinnen lassen, weil die ist halt wirklich auf 16 und hat halt zumindest diesen Mainstat Abwehrprozente. Aber ansonsten, ja, ist die Glyphe auch nicht wirklich gut. Also das können wir schon mal alles rausschmeißen. Also ihr seht, da fliegen schon mal so extrem viele Glyphen raus. Dann haben wir hier wieder 38 Glyphen. Da schauen wir dann wieder durch. Und ihr seht schon hier, dass, ja, sie wertet halt einfach alles auf. Ja. Also sie dürfte halt nicht wirklich wissen, was ist eine gute Glyphe oder nicht. Zum Beispiel sowas hier ist eine komplette Schrottglyphe auch, weil ihr seht hier zum Beispiel Lebenspunkte flat. Dann habt ihr nur 2% Angriff, 12 Abwehr, 81 Lebenspunkte, 1% Lebenspunkte und 2% Widerstand. Also die ist überhaupt nicht wert, überhaupt weiter aufzuwerten. Und vor dem Fehler will ich sie auf jeden Fall bewahren. Die nehmen wir jetzt auch einfach raus, auch wenn zwei Tempo drauf sind, aber es bringt einfach nichts, weil es lohnt sich überhaupt nicht, die weiter aufzuwerten. Genauso wie sowas hier, ihr seht das. Seht euch einfach nur mal die zusätzlichen Werte an, also die Substats, das ist grauenvoll hier. Treffsicherheit 1%, Crit 1% und Widerstand 2% und die Glyphe ist auf 13. Ja. Also sowas bekommt ihr im Normalfall, ich weiß nicht, wir werden schauen, ob wir sowas dann vielleicht noch finden. Das können wir im Großen und Ganzen, ja, das können wir alles rausschmeißen. Ihr findet Glyphen, zum Beispiel jetzt hier ist ein halbwegs gutes Beispiel, ja, da habt ihr zum Beispiel schon auf der 1er Stufe, ja, also das heißt, die Glyphe ist nicht mal aufgewertet und ihr habt hier schon 2% Crit, 145 Lebenspunkte, Angriff 32 und die rollen halt auch viel höher. Das heißt, wenn das jetzt in Crit reinrollt zum Beispiel, dann hat das einen höheren Roll, das heißt, es bekommt nicht dann 1% Crit dazu, sondern es bekommt gleich mehr Crit dazu, 2-3%, je nachdem, wie es eben rollt von der Höhe her. Hier beim Tempo auch das Gleiche. Die Glyphe werde ich aber trotzdem wegwerfen, weil es einfach Flat-Angriff ist und ja, die Werte sind halt nicht wirklich gut und da finden wir definitiv was Besseres. Dann sowas schmeiße ich auch gleich direkt raus, weil hier sind halt alle Werte kreuz und quer. Das heißt, ihr habt hier Crit-Schaden, Angriff, Treffsicherheit, Widerstand. Ist auch nicht unbedingt so zweckmäßig. Dann seht ihr auch, sie hebt auch lauter solche Glyphen auf, wo einfach nur ein Wert drauf ist. Das heißt, sowas könnt ihr sofort verkaufen. Wenn ihr so eine Glyphe bekommt, bitte verkauft die sofort und versucht sie ja nicht aufzuwerten, weil da kommt einfach nichts Sinnvolles dabei raus. Dann schauen wir weiter. Hier haben wir zum Beispiel eine, das ist eine, wo ich sage, im Normalfall wäre es jetzt keine gute Glyphe, weil hier Abwehrangriff drauf ist, beides Flatset, also keine Prozente. Aber wir haben 6 Tempo drauf und das ist ein hoher Wert in dem Fall, also das bekommt man nicht so oft, deswegen lassen wir die mal drinnen, die Glyphe. Dann haben wir hier zum Beispiel 5 Crit, Abwehr, Lebenspunkte ist jetzt auch nicht so gut, Tempo sind 3 drauf, die lasse ich auch mal, weil Crit ist nicht schlecht, wenn man das bauen kann und man kann schauen, was dann noch dazu kommt. Also sowas ist halt zumindest wert, sich mal anzusehen. Das heißt, ihr könnt dann diese Glyphe auf 7 zum Beispiel rauf machen, also Stufe 7 und schaut einfach, was mit den Substats passiert, also was für Bonuswerte dann noch dazu kommen, beziehungsweise vielleicht habt ihr eben Glück und es rollt halt zum Beispiel zweimal auf Tempo rein, dann passt das. Die Glyphe hier zum Beispiel wieder, Schrott, gleich weg damit. Also wenn ihr sowas bekommt im Dungeon, verkauft das sofort und hebt euch das gar nicht auf, weil ihr habt dann extrem viel Arbeit, hier alles durchzuschauen. Ich werde das jetzt auch einfach mal alles vorspulen für euch und zeige euch einfach, was ich hier rausnehme. Man wird es dann zeitweise sehen, wahrscheinlich auch beim Vorspulen, aber es ist extrem viel Arbeit und das kostet jetzt mindestens eine Stunde, sage ich mal, um die ganzen Glyphen rauszunehmen.
heute. Ja, da bin ich auch schon wieder. Und ja, ihr seht, ich habe jetzt da ordentlich ausgemistet mal. Also da sind nicht mal mehr, ja, sage ich mal, ein Drittel der Glyphen übrig, die vorher da waren. Und ja, jetzt für einige, die sich halt fragen, zum Beispiel, ja, warum hebst du jetzt sowas auf? Und zwar aus dem Grund, es hat eben einen hohen Temporoll drauf mit den 6 Tempo. Und was ihr jetzt hier machen könnt, ist, was ich sehr oft mache, ist folgendes. Und zwar, so, jetzt habe ich mich verklickt. Und zwar, was mache ich? Ich gehe jetzt her und sage zum Beispiel, so, es war die Glyphe. Gehe jetzt her und sage, okay, ich werte die Glyphe einfach mal auf und schaue mal, was damit passiert. Ja? Weil die unteren Stufen kosten nicht viel. Also ihr könnt jetzt hier zuschauen, wie viel das Ganze kostet. Also das kostet euch so gut wie nichts an Kristallen. Und ihr könnt einfach schauen, okay, was bekomme ich jetzt hier dazu? Das heißt, wir machen das auf 7 hoch. Das kostet uns, sage ich jetzt mal, im Schnitt ja, um die 20.000 Kristalle, sage ich mal. Also mit 20.000 Kristalle ist man da gut dabei. Vielleicht zeitweise, wenn es öfter mal fehlschlägt, vielleicht soll es von mir aus 30.000 kosten, aber 30.000 sind nichts. So, jetzt schauen wir, was wir hier dazu bekommen. Gut, es ist nichts auf Tempo reingegangen. Wir haben Treffsicherheit und einen niedrigen Abwehr Roll dazu bekommen und ja, es ist jetzt so eine Sache. Man kann jetzt sagen, je nachdem, was man halt für Glyphen hat, das heißt, will man jetzt ein Monster zum Beispiel aufbauen, wo man sagt, okay, da brauche ich unbedingt das Tempo, dann könnt ihr die Glyphe behalten. Würde sie aber dann trotzdem jetzt in erster Linie nicht weiter hoch machen als auf 10. Also es lohnt sich jetzt nicht zum Beispiel die Glyphe auf 16 hoch zu machen und es kommt natürlich immer darauf an, was für Glyphen ihr noch habt. Das heißt, wenn ihr jetzt keine einzige Glyphe habt, wo ihr zum Beispiel, also wenn ihr jetzt hierher geht und seht, okay, Vitalität und ihr schaut eure anderen Glyphen durch und sagt, okay, ich habe jetzt hier keine einzige, wo 6 Tempo zusätzlich drauf sind und ich brauche aber das Tempo unbedingt, dann könnt ihr die Glyphe weiter aufwerten. Ich würde dann trotzdem eher tendieren dazu, eben so eine Glyphe jetzt eher zu nehmen, weil halt hier die Lebenspunkte Prozente drauf sind. Aber ich sag mal so, die andere Glyphe ist trotzdem noch immer zu gebrauchen, weil ihr könnt sie dann auf ein Monster reingeben, das zum Beispiel ja, keine Prozentstats braucht. Das heißt, eins, was unter diesen 6000 Lebenspunkten hat, wo ihr einfach hergeht und eben diese Flat-Stats dann braucht. Also eine Flat-Main-Stat hier, Lebenspunkte eben. Und ihr könnt es ja dann immer für ein anderes Monster verwenden. Das heißt, ihr könnt jetzt erstmal hergehen, ein Monster ausrüsten mit dieser Glyphe und wenn ihr dann eine bessere bekommt, nehmt ihr dann eben, wenn zum Beispiel eben wieder das Glyphen-Event ist, nehmt ihr die dann raus, das kostet euch nichts und ihr könnt sie dann auf ein anderes Monster geben. Ja? Zum Beispiel sind das eben so Glyphen, was ich sage jetzt, okay, das ist so der Klassiker, dass ich sowas jetzt auf einen Basilisken zum Beispiel reingebe, weil Basilisk braucht sowieso den Flat-Stat, Tempo ist wichtig, Treffsicherheit ist auch drauf, bisschen Abwehr, ja, ist okay. Aber ist jetzt nicht unbedingt eine Glyphe, wo ich jetzt sage, ja, die muss ich jetzt sofort auf 16 rauf machen, weil die ist so super gut, also die würde ich eben nicht empfehlen. Hier haben wir zum Beispiel Lebenspunkte Prozente, Abwehrprozente und 3 Tempo. Jetzt können wir natürlich hergehen und hier genau das gleiche machen. Es ist keine super gute Glyphe, aber es ist eine Glyphe, wo es zumindest wertvoll ist, nachzuschauen und diese paar Kristalle einfach zu investieren, um zu sehen, ob diese Glyphe was wird. Zum Beispiel, jetzt kommt hier Widerstand noch dazu, das ist eigentlich auch ganz okay. Muss ich sagen, weil es passt einfach dazu, Lebenspunkte, Abwehr, Widerstand, bisschen Tempo drauf, das ist noch okay. Das heißt, hier kann man gut und gerne weiter probieren und jetzt schauen wir, was da noch dazu kommt oder ob es vielleicht nochmal oben drauf rollt. Gut, das ist nicht schlecht, also da kommen nochmal Lebenspunkte, Prozente dazu und die Glyphe ist schon mal nicht schlecht. Also die kann man jetzt auf jeden Fall mal auf 10 auch aufwerten und schauen, was da vielleicht noch dazu kommt oder vielleicht rollt sie dann nochmal zusätzlich in Abwehr oder Lebenspunkte oder Tempo, Widerstand rein. Wir werden das auch gleich mal ausprobieren, aber ihr seht halt, ab Stufe 7 wird es dann eben schon teuer. Also da kostet es euch dann schon einiges, das jetzt auf Stufe 10 raufzumachen. Und ihr seht ja, wenn das dann so fehlschlägt, des öfteren Mal, dann ja, wird es einfach teuer. Und ihr seht ja, dass sie das einfach bei fast einer jeden Glyphe gemacht hat. Also sie hat ja fast alle Glyphen, die sie überhaupt hat, aufgewertet. Und das ist halt genau das, was ich sage, macht das bitte nicht. Das kostet euch extrem viele Kristalle. Und ihr seht jetzt, zack, und wir haben nochmal in Abwehr gerollt und haben jetzt hier schon 6% Abwehr drauf, also die Glyphe eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also Lebenspunkte sind jetzt so 25% plus nochmal 3% dazu, 6% Abwehr, 3 Tempo und 2 Widerstand. Also die Glyphe kann man definitiv verwenden. Ja, ist jetzt nicht eine Top-Glyphe oder irgendwas, aber man kann sie auf jeden Fall verwenden. Und um das geht es jetzt in erster Linie mal euch zu zeigen, was für Glyphen lohnen sich zum Aufwerten und welche eher nicht. So, wenn wir jetzt hier zurückgehen,
dann sehen wir hier, sie hat einfach allgemein extrem viele Glyphen. Ich werde jetzt einfach hier mal schauen, so hier bei Zerstörung haben wir 79 drinnen. Da seht ihr auch, da sind auch noch wieder mal blaue Glyphen dabei, also die können wir sowieso ohne Bedenken einfach wegwerfen, direkt die grünen genauso, weil sie kann ja jetzt Wohltat auf Stufe 10 laufen und eben den Rev Dungeon auf 10 laufen und ja, da bekommt sie früher oder später so oder so viel bessere Glyphen raus, als das, was hier vorrätig ist. Also sowas auch, ihr seht, sie hat extrem viel aufgewertet. Ich habe auch schon haufenweise von diesen Glyphen weggeworfen, von ihr. Sowas zum Beispiel ist auch, auch wenn jetzt da 2 Tempo drauf ist, das bringt nichts. Also es geht nicht immer nur um das. Zum Beispiel so eine Glyphe ist jetzt... sage ich mal, ja, kann man halbwegs gebrauchen. Ja, es ist zwar leider halt der falsche Mainstat drauf, weil hier sollte eher was mit Angriff drauf sein, weil sie eben Zerstörungsglyphen sind, aber kann man trotzdem verwenden, weil eben auch, wie gesagt, jeder Attacker braucht auch trotzdem ein wenig Abwehr, sonst stirbt er einfach. Also das heißt, ihr werdet es nicht schaffen, dass ihr jetzt drankommt und immer sofort die gegnerische Welle komplett ausräuchert und die gar nicht an den Zug kommen, sondern die werden auf jeden Fall einen Zug bekommen und wenn sie dann euren Angreifer fokussieren, dann wird er sterben, wenn der keine Abwehr hat. Also sowas kann man zum Beispiel jetzt aufheben auch, weil es eben auch volle Sets hat. Das heißt, egal, wenn ich die Glyphe jetzt aufwerte, das können wir dann später auch gleich machen, dann werdet ihr sehen, es rollt auf jeden Fall eben in einen dieser Werte hinein. Das heißt, es kann auch hier gut möglich sein, dass wir zum Beispiel jetzt dreimal auf Crit was dazu bekommen und das hat dann einen richtig guten Crit-Wert hier und den brauchen wir sowieso auf den meisten Angreifern, weil sonst würden wir diese Zerstörungsglyphen gar nicht verwenden für den, weil das ist ja der Crit-Schaden-Set-Bonus. Und dazu braucht ihr ja mal Crit auf jeden Fall, weil wenn ihr nicht crittet, dann bringt euch der höchste Crit-Schaden nichts. So, dann haben wir hier 8 Tempo, Crit-Schaden, Crit. Das ist zum Beispiel eine Glyphe, wo ich sage, okay, die ist richtig gut für das, weil für einen Angreifer, ihr braucht das Tempo, ihr braucht Crit und ihr braucht sowieso den Crit-Schaden und wenn ihr das verwendet, optimal. Also das kann man so lassen. Natürlich wäre es jetzt hier noch ja vom Vorteil, wenn jetzt hier zum Beispiel Angriff drauf wäre. Ich meine, Lebenspunkte sind auch nicht schlecht, aber wenn jetzt hier noch zum Beispiel zusätzlich hier Angriff drauf wäre, wäre es optimal. Aber die kann man auf jeden Fall mal lassen. Hier haben wir zum Beispiel Tempo mit Crit, Angriff ist dabei. Es ist halt Abwehr und Widerstand, aber kann man auch auf jeden Fall lassen, weil es halt die 8 Tempo sind halt trotzdem wertvoll. Sowas hier zum Beispiel Abwehr, Abwehr, Treffsicherheit, Tempo, das kann man gleich rauswerfen. Angriff, ja, Angriff, Crit, Schaden, Widerstand ist jetzt auch nicht wirklich wertvoll. Dann seht ihr, hier hat sie wieder aufgewertet. Da haben wir Tempo, Crit, Schaden, Angriff, Angriff, Treffsicherheit, Lebenspunkte. Kann man jetzt grundsätzlich auch drinnen lassen, werde ich auch mal da lassen. Ist jetzt aber auch nicht ja, das Beste, was man bekommen kann. Hier habt ihr halt das gleiche wie oben mit Abwehr. Das ist auch wieder nicht schlecht. Also ihr habt hier Angriff drauf, Crit-Schaden drauf, kritische Rate drauf, Lebenspunkte und Tempo. Kann man auch auf jeden Fall aufheben, sowas. Muss man jetzt nicht unbedingt komplett hoch machen. Da ist jetzt zum Beispiel die Glyphe auf 16 ist eher schlechter, sage ich mal. Weil ihr habt jetzt zwar, ja klar, Angriff halt der Hauptset, aber da geht ja auf jeder Glyphe auf das Gleiche. Also wenn ihr jetzt eine epische Glyphe habt mit Angriffprozente, dann geht die sowieso aufs Gleiche. Aber die zusätzlichen Werte sind nicht wirklich gut, weil ihr habt ja Flat Abwehr drauf, das sind nur 42, Angriff ist nur 19, das ist eigentlich so gut wie gar nichts, also ob jetzt die 19 mehr oder weniger, das macht keinen Unterschied und ihr habt 5% Lebenspunkte, ja, bei Angreifern jetzt auch nicht wirklich viel, weil, ja, Angreifer haben halt ziemlich niedrige Lebenspunkte und da machen halt 5% nicht viel Unterschied, Widerstand 3%, ja, ist auch so gut wie nichts und Crit 7 ist nicht schlecht, aber ja, das geht wesentlich besser halt auf solchen Glyphen, muss man auch sagen. Ich meine, ich lasse die Glyphe jetzt mal vorübergehend, dann schauen wir mal, was sie hier noch aufgewertet hat. Zum Beispiel sowas ist auch wieder was, wo ich sage, okay, das kann man auch verwenden. Ihr wollt jetzt halt Lebenspunkte auf einem Angreifer haben und hier sind halt zusätzlich 11 Tempo drauf, das ist richtig stark. Also die könnte man auch zum Beispiel jetzt weiter aufwerten und es rollt ja nochmal auf jeden Fall rein in einen dieser Werte. Das heißt, wenn man jetzt hier Glück hat, also 2 Rolls bleiben noch übrig, auf 13 und auf 16 und wenn man jetzt hier Glück hat, dann rollt es zum Beispiel rein, was weiß ich, einmal in Crit und einmal in Crit Schaden zum Beispiel oder zweimal in Crit zum Beispiel. Ja, also das ist eine gute Glyphe, die kann man auf jeden Fall aufheben, wenn man jetzt einen Angreifer spielen will und gibt ihm einfach eine Glyphe mit Tempo Mainstat und dann eben eine, diese eine Glyphe mit Lebenspunkten Mainstat. Also das lohnt sich dann schon wieder.
Hier ist auch ein ziemlich hoher Tempowert drauf, noch zusätzlich. Crit-Schaden ist auch auf 13, also ist auch nicht so schlecht, muss man sagen. Geht natürlich auch um einiges besser, aber ist jetzt nicht so schlecht. Hier haben wir Crit-Schaden 20% zusätzlich, also ist auch nicht schlecht. Und eben 7 Tempo nochmal dazu. Angriff Prozente, Angriff Flat. Meine Angriff Flat ist jetzt nicht wirklich hoch und die Prozente auch nur 4% ist jetzt auch nicht so stark. Da ist es halt leider auf Widerstand, dürfte hier öfter reingerollt sein. Ist jetzt nicht so toll, aber ihr seht schon, hier sieht es einiges besser aus, also können wir nur 3 Glyphen verkaufen. Dann gehen wir weiter und ich spule euch das Ganze wieder vor. Liebe Leute, da bin ich auch schon wieder und ihr seht, ja, es gehört ja einfach extrem viel raus. Also ich sage jetzt, wenn ich durch alle die ganzen Sets durchgehe, dann bleiben hier vielleicht noch, ja, 100 Glyphen vielleicht übrig ungefähr. Also ich weiß jetzt nicht, was sie sonst noch so drinnen hat. Ich weiß nur vom letzten Mal, wo ich auf dem Account war, dass da einfach, ja, ihr seht hier so extrem viele grüne Glyphen. Also was wir hier eigentlich bei ihr gleich direkt machen können, ist Folgendes. Und zwar können wir einfach hergehen und sowieso, es ist bei ihr an der Zeit, wie gesagt, sie kann auf Stufe 10 laufen, die ersten 2 Glyphen-Dungeons auf alle Fälle. Stärke haben wir noch nicht mal ausprobiert, ob sie es kann, vielleicht schafft sie es dort sogar auch, aber 9 geht dort auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, es ist einfach an der Zeit, wirklich die ganzen grünen Glyphen einfach rauszuwerfen. Und ihr seht, hier ist auch noch extrem viel, was sie aufgespart hat, das bringt ihr auch wieder extrem viele Kristalle. Ich werde mir jetzt die ganzen anderen Glyphen nicht mehr durchschauen, weil das einfach viel zu lange dauert für das Video. Das werde ich dann im Nachhinein vielleicht noch machen. Aber ihr seht hier, das ist fast pro Set, was sie da hat, sind auf jeden Fall noch 100.000 Kristalle da, die man da rausholen kann aus dem Ganzen. So, ich weiß nicht, warum ich so dumm bin und die ganze Zeit wieder das Fenster zumache, aber ja. So, hier haben wir, glaube ich, ja, hier haben wir nur 2 Glyphen herinnen, die kann ich so markieren, sind halt auch wieder 20.000. Ja, wieder. Halleluja. Ich bin einfach zu schnell beim Rumklicken, ey. Ich bin hier zu sehr unter Strom schon wieder heute. So, Schnellwahl, dann durchgehen das Ganze. So. Weg damit, dann, also, ja. Blödsinn, hier zurück, so, dann waren wir noch bei Stärke, waren wir noch nicht drinnen, glaube ich. Also wie gesagt, wir missten jetzt einfach mal komplett die ganzen grünen Glyphen aus, weil ich habe halt leider auch die Befürchtung bei ihr, dass sie, ja, sie neigt halt dazu, dann auch diese grünen Glyphen, wenn sie da jetzt irgendwelche gewissen Werte drauf sieht, dürfte sie halt auch dazu neigen, dass sie einfach irgendwelche grünen Glyphen aufwertet und das kostet ihr einfach extrem viele Kristalle und das lohnt sich überhaupt nicht, also. Und vor dem will ich sie halt mit dem bewahren. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ja, ich verkaufe das einfach alles, weil es nicht mein Account ist. Ich mache das bei mir genau gleich. Ich kann euch das dann auch mal zeigen, wie ich bei mir vorgehe. Nur bei mir ist es eben so, dass ich, das könnt ihr auch in meinen ganzen anderen Videos sehen, dass ich nie so viele Glyphen überhaupt vorrätig habe, dadurch, dass ich die gleich verkaufe. Das heißt, wenn ich einen Run mache und ich sehe, okay, ich kriege da irgendeine Schrottglyphe oder so, ja, gleich weg damit. Also nicht aufheben und spekulieren drauf, weil ihr habt dann einfach mit dem auch extrem viel Arbeit. Also ihr seht ja, das kostet auch richtig viel Zeit. Also es geht jetzt nicht innerhalb von 5 Minuten, dass man hier alles ausleert, sondern man muss dann auch genauer drüber schauen. Und vor allem, was ich sage, ist Folgendes. Ihr müsst auch bedenken, dass ihr jetzt zum Beispiel, okay, bis zu den grünen Glyphen kann ich einfach alles rauswerfen und kann mir sicher sein, dass sie die nicht mehr benötigt, die grünen Glyphen. Nur das Problem ist eben bei ihr, dass sie tonnenweise an epischen Glyphen hat und ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, okay, epische Glyphen schmeiße ich einfach alles raus. Das Einzige, was ich noch machen kann, ist, ich kann hier hergehen und sagen, okay, Schnellwahl. Und kann hergehen und mir jetzt diese Glyphe nehmen und kann dann noch einstellen, eben wenn es weniger als 3 Werte hat. Was aber auch nicht immer so optimal ist, muss ich sagen. Ja. Das, ja, das kommt eben dann drauf an. Also, ja, man kann hier zum Beispiel einstellen, keine Sekundärwerte, das heißt, dass nichts mehr drauf ist, dann kann man die zumindest mal so rauswerfen. Aber es ist im Endeffekt, solltet ihr euch trotzdem alle Glyphen einzeln durchschauen. Und ihr seht ja hier zum Beispiel, ja, Widerstand nur drauf, sonst gar nichts, Angriff, Crit,
da sind ein bisschen mehr Stats drauf, das kann man jetzt grundsätzlich mal lassen, aber das ist einfach extrem viel Arbeit. Ihr müsst jetzt durch jedes Set durchgehen und euch eigentlich jede einzelne Glyphe anschauen und euch die Werte anschauen, und genau vor dem will ich euch halt bewahren, dass ihr irgendwann mal, ja, zu dem Punkt kommt, wo ihr hier erinnern im Inventar 800 Glyphen voll habt und nicht mehr wisst, ja, was mache ich jetzt mit den Glyphen, verkaufe ich die jetzt oder welche soll ich aufheben, welche nicht. Und ich hoffe, dass euch das Video jetzt ein bisschen geholfen hat, dass ihr ungefähr einen Plan davon habt, was für Glyphen ihr aufhebt und was ihr versucht aufzuwerten. Wie gesagt, auf 7 kann man die ein oder andere Glyphe definitiv aufwerten, also es ist keine Frage. Man kann jetzt hergehen und sagen, ja, weiß ich nicht, wir schauen jetzt einfach mal da durch, was wir hier drinnen haben. Ich sage jetzt mal, wenn wir da jetzt eine Tempo finden, wo halt nicht so super tolle Substats, also zum Beispiel sowas, ja, sowas seht ihr, hier ist Tempo, Tempo, Crit, Angriff, Angriff ist flat, Crit ist niedrig, aber sowas kann man definitiv probieren. Das heißt, da versuche ich einfach mal mein Glück mehr oder weniger und schau mal, was mit der Glyphe passiert, ja, also was kommt da entweder dazu oder rollt es vielleicht da rein in irgendeinen Wert. Gut, hier kommt flat Lebenspunkte dazu, ist jetzt nicht optimal, wir probieren es eben noch weiter auf 7, so wie ich schon vorhin erklärt habe. Ist keine große Hexerei, da verliert ihr nicht extrem viele Kristalle und ja, es tut euch dann auch nicht leid im Endeffekt, wenn ihr die Glyphe verkauft. So, jetzt kommt hier noch Abwehr dazu. Ja, eigentlich eher nicht so brauchbar, die Glyphe. Wie gesagt, vielleicht für ein Monster, wo man jetzt sagt, okay, da brauche ich unbedingt diese 3 extra Tempo drauf, ist aber jetzt auch nicht wahrscheinlich oft der Fall, sage ich mal, dass das vorkommt. Ja, und ansonsten, ja, es sind hier einfach extrem viele Glyphen, die ihr rauswerfen müsst, ja. Aber wir haben jetzt zumindest mal reduziert von, ich glaube, 600, also knappe 650 auf 300 mal runter ungefähr. Das ist schon mal halbwegs annehmbar, sage ich. Also mit dem kann man schon mal besser arbeiten, auf jeden Fall. Ja, das war es jetzt von mir wieder. Ich sehe, das Video ist sowieso schon wieder extrem lang und ja, so lang wollte ich es eigentlich gar nicht machen, aber ich wollte euch das mal ungefähr so Step by Step erklären, was ihr für Glyphen verwenden solltet, was ihr eben ausprobieren könnt mit diesem Aufwerten auf 7 hinauf, und was eben ganz wichtig ist, hebt euch nicht alle Glyphen auf. Das heißt, es ist nicht jede epische Glyphe ist keine gute Glyphe, und genau dasselbe werdet ihr auch bei den legendären, also bei den violetten Glyphen sehen. Es ist nicht jede violette Glyphe super. Also das heißt, man freut sich zwar im ersten Moment, wenn man vielleicht eine legendäre Glyphe kriegt und wenn es vielleicht, keine Ahnung, eine der ersten ist, die man überhaupt bekommt, aber lasst euch von dem nicht blenden. Also eine epische Glyphe, die jetzt zum Beispiel volle Substats hat, ja, ist 10-mal wertvoller, als wenn jetzt irgendeine, ich weiß jetzt nicht, ob ich euch das da irgendwo noch zeigen kann vielleicht, es hat die ja alle aufgewertet eigentlich, im Großen und Ganzen schon mal vielleicht da erinnern, irgendwo noch was, was nicht aufgewertet ist, ja, hier ist so 4 zum Beispiel. Hier, bestes Beispiel, ja. Diese Glyphe, ihr habt hier Lebenspunkte, Angriffprozente. Die Glyphe wird nie so gut sein wie zum Beispiel jetzt eine, wir suchen uns jetzt hier mal eine mit Lebenspunkten raus. Ich hoffe, dass wir da gleich eine finden irgendwo noch. Ja, leider auch nicht wirklich. So, hier haben wir was mit Lebenspunkten. Ja. Die Glyphe wird nie so gut sein wie die. Ihr habt zwar jetzt Lebenspunkte dann höher im Endeffekt auf der Glyphe drauf, ja, wenn ihr die jetzt komplett aufwertet, das heißt, die Lebenspunkte, die ihr da davon bekommt, sind höher, aber die Substats werden nie so hoch sein wie hier. Ja, ihr habt jetzt zwar einmal drauf den Substat Angriff 5%, nur wenn ich die jetzt rauf mache auf 4 und es rollt auf Angriff, dann hat sie auch locker diese 5%, ja, und sie hat aber eben noch zusätzlich die ganzen anderen Werte, die diese Glyphe nicht hat. Und wenn ich die jetzt weiter aufwerte auf 7, dann, ich zeige euch das jetzt einfach mal, weil es nicht viel kostet und wir das einfach nur aus Showzwecken sozusagen und damit ihr das vielleicht ein bisschen besser verstehen könnt. Und zwar werte ich das Ganze jetzt einfach auf, mache das auf 7 hoch und ihr werdet gleich sehen, was passiert. Und zwar, zack, wir kriegen Lebenspunkte dazu. Das heißt, wir haben jetzt hier Angriff 5, Lebenspunkte 3. Und jetzt mache ich das Gleiche bei der untersten Glyphe, die wir vorhin gesehen haben. Weil, wie gesagt, das kostet nicht viele Kristalle und das ist einfach nur, um zu zeigen und eben auch vielleicht um der Marietta halt zu zeigen, wenn sie dann das Video anschaut, was hier der Sinn und Zweck der ganzen Sache ist. Ihr seht, es ist auf Treffsicherheit gegangen, jetzt haben wir hier schon 6% Treffsicherheit drauf. Jetzt machen wir das Ganze auf 7 hoch und schauen, was passiert. Am besten wäre es jetzt natürlich, wenn es auf Angriff geht, damit ich euch das wirklich 1:1 dann zeigen kann, was wirkt, ja, perfekt, ja. Also ihr seht schon, so, jetzt haben wir diese zwei Glyphen. Jetzt ist es so für mich schwierig, die gegenüberzustellen, aber ich sage mal, ich nehme jetzt diese Freiheit raus
euch das wirklich zu zeigen, warum und wieso. Und zwar suchen wir uns jetzt einfach ein Monster, das keine Glyphen drinnen hat. Nehmen wir an, okay, sie hat sogar dem auch Glyphen reingegeben. Autsch, autsch, autsch. So, wir machen jetzt Folgendes. Damit wir die zwei Glyphen dann vergleichen können, geben wir die, wo ist sie da, die eine Glyphe gebe ich jetzt da rein. So, und dann können wir sie gegenüberstellen. So, und jetzt seht ihr hier Folgendes. Die Glyphen haben die gleiche Stufe. Aber was fällt euch schon einmal auf? Wir haben auf dieser Glyphe mehr Angriff drauf. Also ihr habt hier nur diese, ja, 200 bisschen was Lebenspunkte mehr. Ja, natürlich, wenn ihr die jetzt auf 16 hochmacht, sind es dann im Endeffekt ein bisschen mehr Lebenspunkte, die ihr dazu bekommt, aber im Endeffekt wertlos, weil ihr seht hier, Angriff ist schon mal 1% niedriger. Dann habt ihr hier die Treffsicherheit, ist hier nicht drauf. Lebenspunkte, ja, 1% mehr Lebenspunkte dort drauf. Dafür wiederum kein Widerstand und kein Tempo drauf. Und wenn ihr das jetzt aufwertet, geht das genauso weiter. Also ihr werdet dann wahrscheinlich hier irgendeinen Substat wieder dazu bekommen. Hier rollt dann ein Substat wieder hinein auf irgendwas. Das heißt, wenn dann da Lebenspunkte zum Beispiel kommen, habt ihr dann mindestens 5% Lebenspunkte auf der Glyphe schon drauf. Und hier habt ihr dann wieder irgendein Set, wo ihr nicht mal wisst, was da kommt. Also das heißt, keine Ahnung, da kommt dann vielleicht Widerstand, da kommt 3% Widerstand dazu. Dann habt ihr das ausgeglichen hier. Dafür habt ihr dann hier zum Beispiel schon wieder mehr Lebenspunkte. Und das ist das, was ich euch sagen will. Also vergesst das, irgendwelche solche Glyphen aufzuwerten, die jetzt nur einen Stat haben. Also wenn da wirklich nur der Main Stat drauf ist und vielleicht noch zusätzlich ein Stat, werft das einfach weg. Das hat keinen Sinn. Also wenn ihr das aufwertet, das bringt überhaupt nichts. Ja Leute, das war's von mir wieder und ja, wünsche euch noch einen angenehmen Tag und ich hoffe halt wirklich, dass euch das Video geholfen hat. Wenn nicht, dann schreibt es mir einfach unten eure Fragen rein. Ich beantworte das gerne, wenn es euch weiterhilft. Und ja, somit bin ich jetzt auch hier auf dem Account fertig und ja, viel Spaß beim Spielen und beim Glyphen aufwerten oder verkaufen, wenn ihr auch so viel rumliegen habt. Macht es gut, Leute. Ciao, ciao.